Kapitel geht es um ein ganz besonderes Wanderbuch, nämlich bei Friedrichsbrunn. Die haben hier ganz viele Rundwanderwege und auf den einzelnen Rundwanderwegen gibt es dann Stempel einzusammeln in dieses Heft hier. Und am Ende gibt es da nochmal eine spezielle Wandernadel. Und da werde ich mir jetzt mal die ganzen Stempel besorgen. Das Heft habe ich mir zuschicken lassen. Und das Ganze beginnt mit dem Laubtalblick der 191, der Harzer Wandernadel. Und dann geht es gleich ein paar Meter weiter zum ersten Stempel des Friedrichsbrunner Heftes. Hier geht es durch das kleine Uhlenbachtal. Und das sieht hier ganz kuschelig aus. Da guck ich mal kurz rüber. Ja, das ist ein ganz netter kleiner Teich, der auf meiner Komoot-Karte gar nicht eingetragen ist. Und hier ist so eine richtig schicke Bank. Und neben dieser Bank, da ist die Stempelstelle. Die war auf der Komoot-Karte ganz anderswo angetragen. Umso schöner. Ja, ganz tolles Plätzchen hier. Und neben den Friedrichsbrunner Stempeln und den der Harzer Wandernadel gibt es auch noch Burgen und Schlösser. Und hier haben wir die Erichsburg. Es wird ein Stempelfeuerwerk heute wieder werden. Ich glaube 10 Stück oder so. Ganz unterschiedlicher Natur. So, da ist er, Erichsburg. Hier war sie, die Erichsburg. Wege der deutschen Kaiserkönige. Den Burggraben kann man hier noch gut sehen. Und auf der anderen Seite sind noch so ein paar Mauerreste zu sehen. 1326 ist sie zerstört worden. Schon eine Weile her. Hier ist auch noch so ein kleiner Mauerrest. Und da steht eine sehr schöne Buche. So, hier gibt es einen Grenzstein an Friedrichsbrunn. Und hier ist die Stempelstelle Nummer 4. Sehr. Ja, da ist er. Und das ist der Bergrad-Müller-Teich. Und da hinten ist eine große Köte. Da wird schon jemand. Und die Stempelstelle, die ist dann da am Ende hinter diesem Baum versteckt. Am Kirchstieg heißt das hier. Sehr schönes, ja, was ist denn das hier? Tor, Eingangstor. Da ist wieder ein schöner Grenzstein versteckt. Und auf der anderen Seite dieses Grenzsteins, da sehen wir eine Stempelstelle der Friedrichsbrunner Wandernadel. Und das ist die Stempelstelle R5, Ramberg-Höhenweg. Wüstung Bischof Verode. So, hier kommt das Bärendenkmal. Da steht schon einer und will euch stempeln. Und das ist ein Stempel der Harzer Wandernadel. Hier wurde der Bär Ende des 17. Jahrhunderts erlegt. Hier haben wir jetzt schon den Bremer Teich, die 196. Und das ist der Bremer Teich. Die Stempelstelle ist jetzt bei mir im Rücken. Und das ist der Damm darüber. Der Bremer Teich. Die kleine Teufelsmühle. Und gleich ein paar Meter weiter gibt es dann die große, die dann auch den Stempelkasten hat. Hier ist jetzt die große Teufelsmühle mit der 189. So, und dann gibt es zum Ende der Wanderung nochmal die Klobenberg-Baude in Friedrichsbrunn. Hier ist nämlich auch irgendwo noch ein Stempel versteckt. Und lernt man gleich mal so eine schicke, ja danke, lernt man gleich nochmal so eine schicke Baude kennen.
Da ist der Stempel Nummer 1. Und hier an der Wand, da ist dann nochmal, sind die ganzen einzelnen Wanderwege nochmal aufgeführt. Das hier ist der nächste Stempel für die Friedrichsbrunner Nadel, für die Wandernadel dort. Und das ist der letzte Stempel, den ich setzen muss, um dann alle Stempel eingesammelt zu haben für die Friedrichsthaler Friedrichsbrunner Nadel. So, da ist er.